Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute werden wir hier gleich zwei Enigmara Premium Turnier Kollektionen auspacken. Das Herzstück dieser Kollektionen sind natürlich die Enigmara Karten selbst, die ja in den letzten Monaten, seit sie ja existieren, sehr stark schon bewiesen haben, dass sie eine sehr wichtige Erweiterung für praktisch alle Decks sind. Zusätzlich dazu gibt es aber natürlich auch noch viele andere coole Dinge hier drin, wie zum Beispiel Kartenhüllen, Würfel, aber natürlich auch noch ein paar Booster Packs. Und ja, genau die werden wir uns jetzt auch mal näher ansehen. Bevor wir damit anfangen, diese Boxen hier zu öffnen, habt ihr auch noch die Möglichkeit, eure persönlichen Tipps abzugeben, welche der beiden hier dann am Ende des Tages die besseren Hits hier drin haben wird. Das heißt, eure Wahl, Box 1 oder Box 2, einfach in die Kommentare schreiben. Mein persönlicher Favorit wird vermutlich, ich nehme die Box 1, das ist meine. Das heißt, die stelle ich gleich mal zur Seite und wir fangen mit dieser hier an. Schauen wir mal, wie man die am besten aufmacht. Ja, einfach, ich nehme mal an, hier oben öffnen. Da springt uns auch schon gleich hier die erste Münze entgegen. Ich drehe das mal so ein bisschen in Licht. Hier sieht man es dann besser mit der Reflexion. Das ist einmal Enigmara mit einem extrem starken Glitzermuster oben drauf. Dann haben wir hier auch schon die Würfel dieser Kollektion. Die sind diesmal rosa mit einem, orange, leicht orangefarbenen, gelb-orange Farbton für die Zahlen selbst. Das legen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier schon eine stabile Dexbox, wie sie ja genannt wird. Hier haben wir Enigmara und Vampitz rundherum. Praktisch, ja, sehr ähnliche Muster. Die sind da gerade in ihrer Stadt unterwegs. Da drin haben wir dann natürlich auch noch, genau, hier zum einen mal die Booster Packs. Was haben wir hier? Wir haben Gewalten der Zeit, Paradox Rift, Obsidian Flammen, Karmesin und Purpur und Verlorener Ursprung. Ich hoffe nur, dass keine der Karten hier irgendwie beschädigt ist, weil die waren da schon etwas stark reingequetscht alle. Was haben wir dann hier in der Deckbox noch drin? Nochmal ein Bild. Ich hoffe, man sieht das auch halbwegs gut hier drinnen. Hier haben wir auch noch Kamaub, Reitschuh und ja, das war's dann ansonsten. Hier gibt es dann noch einmal Verbrannt- und Vergiftungsmarken. Die lege ich auch schon mal zur Seite. Haben wir da noch was? Ja, dann haben wir noch mehr. Und zwar hier gleich mal die Promokarte von Enigmara. Eine Vollbild-Trainerkarte. Ich glaube, die sieht relativ ähnlich aus wie auch die reguläre Vollbildkarte. Dahinter haben wir, machen wir das Ganze mal auf. Weil dahinter haben wir dann auch noch die regulären Holo-Karten, nehme ich an. Ja genau, hier einmal noch Enigmara. Und hier haben wir dann Enigmara, die reguläre Trainerkarte mit dem Holo-Muster, diesen Blubberblasen-Muster hier, mit einem extra Stempel hier, um zu zeigen, ja okay, das ist aus dieser Turnierkollektion hier. Die Promokarte packen wir natürlich auch gleich ein. Und ja, ansonsten die restlichen Iono, die Enigmara-Karten, die schauen alle gleich aus. Ja, Codekarte gibt es natürlich auch noch eine. Das können wir auch schon alles zur Seite legen hier. Und das letzte Teil vor den Boostern ist ja noch eine Packung mit den Kartenhüllen. Auch die kommen hier einfach mal zur Seite zum restlichen Spielmaterial. Und damit ist diese Box leer. Das war jetzt mal die erste. Ganz schön viele Fusseln hier, die da mitgekommen sind. Und ja, ich hätte gesagt, dann bevor wir die zweite auspacken, fangen wir einfach mal an. Von hinten nach vorn, Verlorener Ursprung. Das älteste der Booster, das hier drin ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass keine der Karten hier beschädigt ist, so wie die da alle reingequetscht waren in diese kleine Box. So, Verlorener Ursprung, das habe ich schon länger nicht mehr geöffnet. Aber gibt auch hier in diesem Set noch sehr viele Karten, die recht cool sind. Und da sie ja auch noch alle das Regelzeichen F haben, kann man sie ja natürlich auch noch alle im Standardformat hier spielen für die nächste Zeit. Hier, ein Vampir, sehr cooles Pokémon. Auch die Shiny-Version von Vampir ist eins der, der besten hier, weil das gibt es dann in Lila. Dann haben wir hier einen Saper. Und Luminion auf unserem Reverse-Slot. Und die erste seltene Karte, mit der wir hier reinstarten, ist ein Zapplerang. Gut, das war's dann schon mal mit Verlorener Ursprung.
weiter geht's mit Karmesin und Purpur. Die, ja, das neue, der neue Zyklus schon. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, noch einiges an coolen Karten rauszuziehen. Karmesin und Purpur haben wir ja schon zuhauf hier auf unserem Kanal auch schon gesehen. Praktisch alles durch. Ich glaube, wir haben ja auch schon mindestens zwei Displays hier aus diesem Set geöffnet. Die Top-Trainerboxen sowieso alle durch. Und in den letzten paar Kollektionen, die es ja immer wieder gegeben hat, waren auch immer wieder irgendwelche Karmesin und Purpur Booster dabei. Das heißt, davon haben wir schon sehr viel gesehen. Hier haben wir ein Mankey, dann haben wir ein Mopex und mal schauen, was wir hier als seltene Karte rausbekommen. Epitaph. So, das hat jetzt kurz geklingelt, aber das macht nichts. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Booster Obsidian Flammen. Leider auch wieder davor bei Karmesin und Purpur noch kein großartiger Hit rausbekommen. Ich hoffe sehr, dass sich das noch ändern wird. Aber wir haben ja noch einige, ja, wir haben hier noch dann drei weitere Booster vor uns und in der zweiten Enigmara-Kollektion haben wir dann auch noch einen Stoß mit sechs Boostern drin. Hier haben wir ein Skoppel, ein schlafendes Olini, ein Taubsi und da das ja hier eben Obsidian-Flamme ist, vielleicht haben wir ja auch Glück und ziehen hier noch ein Glurak EX raus. Sehen wir gleich, ein Hutsasa. Ein Paldea Felino auf unserem Reverse Slot 1, gefolgt von einem Ordoch. Und die seltene Karte dahinter ist ein Lepomentas. Also auch hier leider wieder kein Hit dabei für uns. Dann sind wir auch schon in der nächsten Ära, mit Paradox Rift. Wir haben ja praktisch jetzt fast aus allen Sets bisher in dieser Box hier was drin gehabt. Finde ich interessant, die Wahl. Wäre wahrscheinlich auch cool, wenn sie Entwicklungen in Paldea nicht übersprungen hätten, wenn schon so viele verschiedene drin sind. Aber ja, ich habe sowieso keine Ahnung, was hier das korrekte Muster ist oder was hier aufgrund was dann entschieden wird, welche Arten von Booster in den einzelnen Boxen hier immer dann drin sein werden. Falls sich da jemand damit auskennt oder schon mal mehr dazu gesehen hat, dann lasst es mich wissen. Wäre sehr interessant zu sehen, aufgrund was hier eben Nintendo oder die Pokémon Company oder Amigo die Entscheidung treffen, welche Booster hier reinkommen in so eine Box. Hier haben wir ein Makabaya. Dann haben wir den ersten Hit des Tages, ein Agilutzer in der Full Art Version. Und das ist auch eine sehr coole Karte, die sehe ich zum ersten Mal jetzt. Oder zumindest zum ersten Mal, dass ich sie wirklich wahrnehme als solches. Sehr, sehr cool, auch mit einem kleinen Stern hier im Hintergrund. Ein ganzer Agilutzer-Schwarm, okay, cool. Packen wir natürlich gleich rein, schauen wir noch, was dahinter ist. Ein Stalos. Okay, das heißt, es bleibt dabei bei diesem Agilutzer hier. Der erste tatsächliche Hit aus dieser ersten Kollektion. Gleich natürlich hier neben dieser Promokarte. Und dann sind wir auch schon bei den letzten beiden Boostern hier. Wir sind bei Gewalten der Zeit und Gewalten der Zeit war ja ein sehr interessantes Set oder ist eigentlich noch immer ein sehr interessantes Set mit echt vielen coolen Karten, besonders wenn man vorhat, Pokémon aus der Zukunft und der Vergangenheit zu spielen. Aber es ist ja auch schon wieder bald soweit, also in wenigen Wochen gibt es ja dann wieder das nächste Set und Twilight Masquerade, ich habe gerade keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie sowas wie Zwielichtmaskerade oder Maskerade der Zwielicht oder irgendwas Komisches wird Ihnen schon einfallen. Das heißt, das geht dann auch in ein paar Wochen wieder los. So, hier haben wir ein Relikant und die letzte Karte in diesem Booster hier ist ein Eisenhaupt EX in der Full Art Version. Okay, das ist sehr cool. Davon brauche ich sogar noch eins. Das freut mich echt. Ich kriege da die Hülle gar nicht mal richtig gescheit raus. Eisenhaupt EX, das hat mir auf jeden Fall noch eins gefehlt, direkt für mein Deck. Ich habe ja mir eins gebaut, das heißt, das kann ich dann demnächst sogar vielleicht herzeigen hier. Eisenhaupt EX, sehr cool. Wir haben vor einiger Zeit, oder ich glaube in einer der ersten Top-Trainer-Boxen aus diesem Set, aus Gewalten der Zeit, vielleicht war es auch das Display, da haben wir rausbekommen die Special Illustration Rare von Eisenblatt. Die ist, ja, finde ich sehr cool. Eisenhaupt hat auch eine ziemlich coole. Die fehlt uns aber, glaube ich, noch. Das heißt, vielleicht sehen wir ja auch noch ein zweites Eisenhaupt. Aber hier haben wir mal ein Roselia mit einem Wommel dahinter. Dann haben wir ein Rotomorph.
als nächstes einen Shaymin, Forsaken, dann haben wir einen Donarion, Entohaido, Meditalis und damit sind wir dann auch schon bei der letzten Karte aus dieser ersten Box hier und es ist ein Elfun. Okay, das heißt, die erste Box, die wir hier aufgemacht haben, neben der Enigmara Promokarte haben wir ein Agiluza auf, ja, in der Art Rare Version und ein Eisenhaupt EX in der Full Art Version. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch diese zweite Box, um, ja, ich sag mal, möglichst viele coole Dinge rauszukriegen noch. Auch hier, ich werde jetzt die restlichen Inhalte gar nicht großartig durchgehen, weil, wie gesagt, die haben wir ja gerade gesehen und es ist, ja, dasselbe drin. Auch hier wieder die Münze mit Enigmara und diesem extrem starken Glitzermuster. Dann haben wir gleich mal hier auch wieder die Promokarte selbst, die Kartenhüllen und nochmal die Deckbox. Das heißt, packen wir auch gleich hier mal die Karten extra nochmal aus. So, Enigmara hier nochmal in der Promo-Version, die Promo-Full-Art-Karte. Kommt natürlich auch gleich in eine Hülle rein. So, ja, dann auch hier wieder dreimal regulär Enigmara mit diesem Blubberblasen-Glitzermuster und dem Stempel. Eine Code-Karte und dann die Booster-Packs. So, auch hier wieder Booster-Packs alle sehr zusammengequetscht drinnen. Auch wieder hier Gewalt in der Zeit. Zweimal Paradox Rift, Obsidian-Flammen, Karmesin und Purpur und Verlorener Ursprung. Wir machen es im selben Muster wieder auf, von hinten nach vorne. Und ja, bei der ersten Box war keine der Karten kaputt. Das heißt, ich hoffe mal, dass das hier auch genauso sein wird. Und ja, vielleicht sehen wir sogar den einen oder anderen Hit mehr. Wir fangen auf jeden Fall an mit einem Laternecto. Dann haben wir ein Weberak, ein Paras, ein Iskalar, ein Hisui Barschuft, ein Paragoni, dann haben wir ein Rihorn auf unserem Reverse-Slot und die seltene Karte hier ist... Oh, nein, das ist sie nicht. Ich habe mich vertan. Also doch, ja, ist super die seltene Karte, aber ich habe das nicht umgedreht. Wie auch immer, die letzte Karte hier ist Lady. Auch davon gibt es eine coole Full-Art-Version. Ja, das heißt, bei beiden der Boxen hatten wir im verlorenen Ursprung-Booster leider nichts drin. Als nächstes geht es weiter hier mit Karmesin und Purpur. So, und hier starten wir diesmal rein mit einer Feuerenergie. Dann haben wir ein Gruff, ein Moptif, ein Puponcho, ein Meditie, ein Psyopatra, einmal Pepper, ein Noctusca, dahinter haben wir ein Meditie, gefolgt von einem Krupuk und die seltene Karte hier dahinter ist ein Koraidon, zumindest eins der namensgebenden Pokémon und ja, eins der Pokémon, die auch auf den Boostern vorne drauf sind. Ja, bei beiden Packs hatten wir bisher noch nicht so viel Erfolg. Hier geht es jetzt mal weiter mit Obsidian Flammen wieder. Und ja, Despotar vorne drauf. Das heißt, vielleicht sehen wir ja auch ein Despotar innen drin. Wäre natürlich cool. Ist ja immerhin noch ein ziemlich cooles Pokémon. In dem Fall wäre das natürlich ein Despotar EX vom Typ Elektro. Hier haben wir ein Zapladin, ein Paragoni nochmal. Das hatten wir vorhin auch eins dabei. Hier ein Vulpix. Dann haben wir ein Flamingo, ein Bronzong, dahinter haben wir ein Siberio, noch ein Bronzong, okay. Dann haben wir ein Togepi und die seltene Karte hier aus dem Set Obsidian Flammen ist ein Delfinator. Im kommenden Set gibt es eine, ja, von Delfinator eine Pokémon EX Version, die durchaus interessant ausschaut für ein paar kleine lustige Experimente. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das dann auch in der echten Welt schlägt, wenn man auch tatsächlich dann damit spielen kann, wenn es die Karten auch dann tatsächlich gibt.
Ja, schauen wir mal weiter. Hier haben wir eine Metallenergie. Dann haben wir ein Linfu, ein Castadur, dahinter ein Kaumalat, ein Sodamak, dann haben wir einmal Brüllschweif, ein Eisenbündel, ein Tentantel, hier haben wir ein Wegimak, okay, vielleicht sehen wir auch noch das dritte, ja, wahrscheinlich eher nicht, das ist ein Granforgita auf dem Reverse Slot 2 und dahinter die seltene Karte ist ein Knackrag EX. Okay, das ist sehr cool. Das ist zumindest mal der nächste Hit, beziehungsweise der erste tatsächliche Hit aus dieser Box hier. Knackrag EX, auch ein sehr cooles Pokémon. Wenn ich mehr davon habe, da gibt es ja ein Deck, mit dem man hier spielen kann. Ich glaube, das ist gemeinsam mit Lucario. Durchaus interessant hier. Ich lege es gleich mal zu Enigmara hier dazu. Der erste tatsächliche gezogene Hit aus der zweiten Box. Und damit haben wir noch die zwei Gewalten der Zeit Booster. Ich glaube, bisher war es ja vom Verlauf her auch genauso. Oder? Ja, das ist aus Paradox Rift. Und das hier auch. Das heißt, bei beiden Boxen, die wir bisher geöffnet haben, exakt gleich. Das heißt, wenn dem weiter so ist, dann bekommen wir jetzt auch noch einen Hit raus aus diesem Set hier. Ja, mal schauen, ob sich das auch bewahrheitet oder eben nicht. Wir haben hier ein Eneko, dann ein Electek, ein Weherber, ein Bronzong, dann ein Stalobor, hier nochmal ein Brüllschweif. Dann haben wir, ja, diesmal tatsächlich ein Hit, ein Meisterball, eine Ace-Back-Karte. Ja, sehr cool. Den haben wir schon, glaube ich, ein oder zweimal gesehen. Einen Meisterball, aber eine deutliche, ja, Ace-Back-Karte nehme ich immer sehr, sehr gerne. Schauen wir noch, was dahinter alles ist. Ein Bankbross und Eisenkrieger. Ja, Meisterball, die erste Ace-Back-Karte des Tages. Vielleicht sehen wir ja noch eine zweite. Ja, ich bin auf jeden Fall noch immer auf der Suche nach ein paar, wie heißen die, erstklassige Fänger. Erstklassige Fänger natürlich auch eine Ace-Back-Karte, die hier in diesem Set hier drinnen sein kann, Gewalten der Zeit. Dabei steht es praktisch auf Gleichstand. Also ich müsste dann nachher noch schauen, was die Karten so jeweils für sich noch alles genau können. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal damit beim letzten Booster aus diesen zwei Kollektionen hier. Einmal noch Gewalten der Zeit. Wir starten mit einer Finsternisenergie, gefolgt von einem Electek, dann haben wir ein Weherber, ein Girafarig, ein Roselia, ein Pampros nochmal, dann haben wir einmal Führung des Entdeckers, hier ein Monte Carlo, dann haben wir ein Pygraulon, dahinter versteckt sich, ein Schlurp und die letzte Karte in diesem Booster, die letzte Karte in der gesamten Kollektion und des Videos ist ein Elfun. Also auch hier leider kein großartiger Abschlusshit. Ja, wenn wir die beiden Boxen mal grob vergleichen, wir haben natürlich bei beiden hier die Enigmara Promokarte und dann haben wir einmal hier Agiluza in der Full Art Version, einmal Eisenhaupt EX in der ebenfalls Full Art Version, Knackrag EX in der regulären Version und der Meisterball, unsere Ass-Klasse-Karte, unsere Ace-Back-Karte des Tages. Ich muss dann natürlich noch online nachschauen, wie gesagt, was die Karten tatsächlich können, aber das ist unser Ergebnis. Die Box, für die ihr euch am Anfang entschieden habt, ihr seht ja hier, welche der beiden, ja, das bessere Ergebnis für euch war. Und ja, das war's mal auch schon wieder mit diesen beiden Premium-Turnier-Kollektionen. Und das war's auch schon wieder mit diesen beiden Enigmara Premium-Turnier-Kollektionen. Es war bis zum Ende ein sehr knappes Rennen zwischen diesen beiden Boxen mit den Hits, die wir hier so rausbekommen haben. Obwohl es ja eigentlich nur verhältnismäßig wenige Booster in diesen Kollektionen hier drin waren, haben wir trotzdem hier eine Ass-Klasse-Trainerkarte gesehen, eine Ace-Spec-Karte, den Meisterball wieder. Nehme ich sehr gerne, auch wenn der erstklassige Fänger noch immer eine Karte ist, die mir definitiv fehlt, werde ich mir vermutlich dann demnächst auch einfach mal so besorgen.
Ja, und in den kommenden Wochen geht es dann auch schon weiter mit den ersten Pre-Release-Turnieren vom kommenden Set Twilight Masquerade. Das heißt, da werden wir uns auch noch ein paar von den neuen Karten schon besorgen, bevor es dann zum offiziellen Release kommt. In der Zwischenzeit werden wir wahrscheinlich auch noch ein Gewalten der Zeit-Display hier aufmachen, eben wieder auf der Suche nach möglichen Ace-Back-Karten und natürlich auch noch den anderen vielen nützlichen Karten, die in diesem Set so alles drin sind. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende von diesem Video angelangt. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über Likes, Abos und Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Glück mit deinem Puls und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video.